Hallo, liebe Zuschauer. Ich bin gerade dabei, mein neues Album aufzunehmen, hier in Babelsberg in Berlin, in einem wunderbaren Studio. Und habe das Glück, wirklich ein wunderbares Orchester dabei zu haben. 70 Musiker, und das ist ja keine Selbstverständlichkeit, für mich jedenfalls nicht. Gänsehaut pur, für mich schon bei den Aufnahmen. Und vielleicht gucken Sie mir ein bisschen dabei über die Schulter. Würde mich sehr freuen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal mit einem so großen Orchester gearbeitet, aber es ist immer wieder spannend und das ist natürlich ein Teppich, auf den man sich nur drauflegen muss. Was heißt nur? Ich liebe Orchester, ich liebe großes Orchester und das ist für mich so richtig Gänsehaut und erst einmal sind die Arrangements sensationell. Die Titel gefallen mir sehr gut von der Auswahl her und ich freue mich schon sehr nachher auf die Synchronisation. Ich habe mich nie selber belogen, nur um jetzt irgendwie im Moment, wo viele dann denken, ach, jetzt mach mal das, vielleicht verdienst du damit mehr Geld. Das ist etwas ganz anderes. Das ist auch eine ganz andere Einstellung zu diesem Beruf, die habe ich nicht. Natürlich müssen wir alle leben, essen und trinken. Und ein bisschen mehr Geld zu verdienen, tut ja keinem weh und schadet ja nie. Aber es geht nicht letztendlich nur darum. Ich denke, dass da, als ich auf die Welt kam, irgendjemand etwas dazu beigetragen hat, dass ich diesen Beruf ausübe. Und 30 Jahre sagen ja irgendwo, bestätigen mir auch, dass ich da mit existieren konnte und dass ich diesen Beruf bestimmt nicht umsonst gemacht habe. Ich für mich selber, mich macht er sehr, sehr glücklich. Ich selber fühle mich besser und ich merke es auch an dem Publikum in den Konzerten, dass sie sagen, ach wie schön, endlich singt Angelika wieder die großen Nummern, die Liebesballaden oder auch nicht Liebesballaden, die großen, hat das große Orchester und ich merke, dass das beim Publikum ankommt und dass wir die Deutschen auch nicht unter den Scheffel stellen sollten. Man muss ihnen auch mal etwas anderes anbieten. Who wants to live forever? Weil der mir vom Text her sehr gefällt und weil, ja, es ist für mich eine schöne Erinnerung, auch eben wie gesagt an Freddie Mercury, an den Komponisten. Und es gefällt mir außerordentlich, der Text gefällt mir sehr und es hat mich damals sehr berührt. Und ich selber singe ihn sehr, sehr gerne, weil ich hinter dem Text stehe und hinter der Komposition. Heute machen wir eben, wie gesagt, das Cover
Und da müssen wir jetzt auch ein bisschen ausprobieren, was nimmt man als Oberteil? Es ist ja nur Kopf, wie macht man das Make-up feminin, macht man das Ausschlag, wie macht man die Haare, macht man verschiedene Haarfrisuren? Und ich denke, das werden wir auch sehen und werden uns dann das Beste aussuchen. Was ich sehr, sehr schön finde, dass Stella McCartney ihre, nicht nur die ganze Kollektion, aber Teile ihrer Kollektion zur Verfügung gestellt hat. Für mich als erste deutsche Künstlerin. Ich habe gehört, sie hat Madonna eingekleidet für einige Show-Acts und bin natürlich sehr stolz darauf. Und wenn die Musik zu spielen beginnt, der erste Ton ganz leise erklingt, dann hört. So sieht es dann aus. Ich finde das toll, das Foto. Ich finde das toll. Mir gefällt es. Es ist nichts mehr, was mich hält. Und mein Herz schlägt laut den Rhythmus im Takt. Musik ist meine Welt. Meine Lieder sind mein Leben. Soñará por mí. Mi cantar suelve gitano cuando es para ti. Mehr. Enthusiasmus, Begeisterung ist gleich geblieben. Die Nervosität und das Lampenfieber ist schlimmer geworden, weil man unter einem Erfüllungswang steht. Die Leute kennen einen. Die entschuldigen nicht so leicht etwas. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Memory, und es ist ein großer Erfolg, und im Radio und da oder in den Hitparaden etabliert sich ein Titel, und du singst ihn dann live, natürlich wird das immer verglichen mit der Platte, mit der Aufnahme. Und das ist etwas ganz anderes, das kann man nicht vergleichen. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Oh, Freunde!